Ich werde dir besser auf die Finger schauen, solange du hier bist. Ach so, hier kann man reingehen. Wenn du deine Kuh suchst, bist du ja falsch. Hier gibt es nur tote Kühe. Und die sind Eigentum des Ordens. Ich suche keine Kuh. Dem Gürger sei Dank. Das Letzte, was ich heute noch gebrauchen kann, ist ein zeternder Bauer. Wieso? Die kommen hier rein und behaupten, ich hätte ihre Kuh gestohlen. Dabei geschieht ja alles nur auf Anordnung des Ordens. 2 Stunden Gelaber für nichts. Frag mal Mo. Der kann ein Lied davon singen. Ist der besoffen? Du verdienst hier bestimmt eine Menge Gold. Das Schlachthaus ist eine Goldgrube. Aber der Gewinn geht fast komplett an den Orden. Ich werde nur fürs Schlachten bezahlt. Wenn du mehr wissen willst, musst du nach nebenan gehen und mit Baxter reden. Er führt die Bücher. Ich bringe ihm jeden Abend die Kasse und bekomme meinen Lohn. Mit dem habe ich doch schon gequatschert und so hier, ne? Das ist zu riskant. Oh. Kann ich hier Fleisch kaufen? Wir sind ein Schlachthaus. Natürlich kannst du hier Fleisch kaufen, wenn du zahlen kannst. Ich habe Fleisch am Stück und Wurst. Hm. Dann lass uns doch mal handeln. Lass uns handeln. Zwar nett zu wissen, aber eigentlich möchte ich ja gar nichts kaufen. Ich möchte lieber was verkaufen. Hm. Was haben wir denn so zum Verkaufen? Hier bestimmt. Die Messer, da wir die eh nicht gebrauchen können. Hm. Die sind unverkäuflich. Das ist richtig so. Ja, dann kannst du den Scheiß und den Scheiß haben. Den anderen Scheiß brauchen wir, glaube ich, noch. Wir wollen ja auch die 50 Gold vom Typi hinten wieder raus. Kaufen wir was? Kaufen wir was? Ich glaube nicht, ne? Fleisch haben wir auch noch. Die Eier können wir gleich mal futtern. Ich kann mich jetzt hier aber bestimmt nicht umsehen, ne? Ich kann ja mal hier diesen hier machen. Stört dich das, wenn ich hier jetzt so den Buchständer benutze zum Beispiel? Steaks und Zwiebeln, ein Kochbuch. Das schreibe ich mir mal ab. Ah, ne? Hier, wer bist du? Du bist Mo, dich kennen wir noch nicht. Dagel hat von Bauern erzählt, die hierher kommen. Ja, manchmal. Machen meistens ein Riesentheater. Aber was sollen wir machen? Wir müssen die Kühe schlachten. Ich versuche, mich da immer rauszuhalten. Ich habe genug zu tun. Man könnte auch die Milch benutzen und daraus andere Köstlichkeiten herstellen. Was weißt du über die Einbrüche? Hey, mir ist schon klar, was du denkst. Der Mo liefert das Fleisch aus, der steckt mit drin. Aber du irrst dich. Eure Wertsachen sind mir egal. Ich brauche nur Musik und Bier. Na schön. Sieht ja auch mal überhaupt nicht unappetitlich aus hier, ne? Sieht aber auch von der Größe nicht ganz aus wie eine Kuh. Das rechte vielleicht, aber das linke nicht. Mehr so ein Schweinchen. Würde dich das stören, wenn ich da so rüberlange und das Fleisch mitnehme? Der Mistkerl klaut hier einfach. Schade. Lassen wir das. War ein Versehen. Tut mir leid. Sehen wir wenigstens noch das zweite Mal den Ladebildschirm in dieser, na, nicht ganz in der gleichen Folge. War wahrscheinlich in der letzten Folge. Sonst hast du nichts zu erzählen. Was willst du? Ja, ist ja langweilig hier. Stört dich das, wenn ich hier reingehe? Ja, das stört dich. Was willst du hier? Und so. Solange du hier bist, hältst du deine Finger schön bei dir. Also ist das am besten nachts, wenn hier kein Schwein drin ist. Hätte man mal nicht schlafen gehen sollen. Oder anders kommt man hier ja nicht rein, ne? Ich hoffe für dich, dass du jetzt nicht aufstehst. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Oh. Ja. Schikane und so. Hm.
Dann gucken wir doch mal ins Bordell, ne, Lilly? Ja? Noch nichts. Alles gut. Irgendwelche Pflänzchen, ich glaube, die haben wir schon abgegrast, alle. Hallo. Frau Sonja. Ich brauche Informationen. Brauche ich das? Was willst du wissen, Süßer? Nö. Eigentlich ja nicht. Ich meine, ich glaube, ich bin einfach viel zu geizig. Olga! Was denn? Nichts. Schiffsoffizier. Gibt's Probleme? Ja, ein bisschen. Hier ist auch geil, ne? Wenn du die buchst und hier dann so, ne? Techtelmechtel und so hier reingehst. Super Panoramablick da. Naja. Sollte hier nicht irgendwie. Oder war das hier nur um die Ecke bei dem Häuschen? Ist was? Ach, immer diese unfreundlichen Leute. Sollte hier nicht irgendwo... Ich habe wieder nicht richtig zugehört, glaube ich. Ich gehe einmal rum. Kann ja nicht schaden. Achso, die Eier wollten wir essen, ne? Können wir ja eben mal machen. Hier. Schön. 7 rohe Eier hinter die Binde kippen. Oh, plus 1 Stärke. Das gefällt mir. Ich glaube, wir müssen mal Eier kaufen. Vielleicht gibt es das ja öfters. So, und wie viel brauchen wir jetzt noch bis zum nächsten Level? Sind schon noch ein paar, ne? Stört dich das, wenn ich hier hochgehe? Haut da einfach ab. Will er nicht gesehen haben. Ich glaube, hier oben... Bringt eh nichts, ne? War nicht hoch genug? Nix los hier oben. Kein Sams oder so. Ist vielleicht auch gar nicht Samstag. Hahaha. Was ist denn das hier eigentlich für ein Gebäude? Kann ich da ins Fenster reinspringen? Sieht nicht so aus. Oho. Wem seine Gemächer sind das denn? Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich hier reinspringen kann. Das ist bestimmt dick auf den Sack, ey. Ach so, das ist nur hier. Nicht? Was ist denn das hier? Das kenne ich gar nicht. Nehmen. Schatztruhe. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Oh, aber die Goldmünze ist nicht zu schwierig für dich. Das heißt, wir müssen doch mal irgendwann... Was haben wir denn noch an Lernpunkten? Nicht. Das ist nicht viel. Das heißt, wir müssen... Irgendwann nochmal wiederkommen. Ich bezweifle, dass ich mir das merken kann. Hi. Bist du der Bruder? Du siehst so aus wie die... Kann man es mitnehmen? Nehmen wir mit. Lass mich raten. Erstmal den Pokal nehmen. Das Schloss ist zu schwierig. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Sind wir hier im Haus vom Don vielleicht? Über die Hintertür quasi? Also über das Hinterfenster? Da steht einer. Ich kann ja eben mal da in die Ecke gehen und speichern. Und hier sind wir gekommen, ne? Ich werde nochmal diesen hier machen. Und den ansprechen. Es könnte nämlich stark dieser dritte Bruder im Bunde sein, der irgendwo festgehalten wird. Aber es könnte auch daran liegen, dass hier generell die Leute alle gleich aussehen. Wer bist du denn? Ulf, doch, du bist der Bruder, ne? Du siehst nicht aus wie ein Kämpfer. Schlaumeier, bin ich ja auch nicht. Ich bin Schatzsucher. Und einer der Besten der Welt, möchte ich mal anmerken. Naja,
Wenn ich nicht gerade gefangen gehalten werde, versteht sich. Hier. Du bist also einer der besten Schatzsucher der Welt, ja? Sicher. Meine Brüder und ich, wir haben's einfach drauf. Verstehe. Du bist einer der Drillingsbrüder. Ihr seid aber sehr von euch überzeugt. Denk doch, was du willst. Es ist die Wahrheit. Schon als Kinder konnten wir mit Schaufel und Spitzhacke besser umgehen als alle anderen. Man könnte sagen, dass wir unser Hobby zum Beruf gemacht haben. Meine Brüder und ich sind bisher noch niemandem begegnet, der mehr aus der Erde geborgen hat. Und wir sind schon sehr weit herumgekommen. Das kann ich dir sagen. Sehr weit. Für wen arbeitet ihr, Drillinge? Wir sind unabhängig. Wir arbeiten für den, der am besten zahlt. Ob Don oder Inquisitor ist uns egal. Wir suchen nach Gold, Gefahr und Herausforderungen. Und das als Schatzsucher? Ja, ja. Spotte du nur. Wenn du glaubst, dass nur die Kämpfer ihr Leben riskieren, dann hast du dich geschnitten. Die Höhlen und Ruinen dieser Insel sind tückisch und mordsgefährlich. Ich schneide dir gleich irgendwas. Was nehmt ihr denn so für eure Arbeitskraft? Im Moment würden wir jeden Job annehmen. Also, wenn du einen guten Job für uns hast, dann lass es uns wissen. Doch dazu müsstest du uns aus der Stadt schaffen. Ach ja, und die Kleinigkeit mit den Weißen hier müsstest du regeln. Du müsstest Hernandez davon überzeugen, mich gehen zu lassen. Sonst wird das nichts. Kann mir einer von euch denn zum Beispiel Erzschürfen beibringen? Was ich ja immer gern noch machen würde. Ich werde euch aus der Stadt bringen. Großartig. Das hört sich vielversprechend an. Dann kümmere dich erstmal um die weiße Wache am Eingang. Wenn Hernandez mich nicht gehen lässt, komme ich hier nie raus. Könntest du auch mit mir durchs Fenster abhauen. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir zeigen, wie du mit deiner Spitzhacke Erz schürfst. Ich dachte, du bist Schatzsucher. Ob du eine versteckte Wand einhackst oder Erz schürfst, ist alles das Gleiche. Das ist ja richtig episch. Wir haben leider keine Lernpunkte. Aber schon mal gut zu wissen. Deine Brüder sollten wissen, was du vorhast. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Am besten sagst du ihnen, dass sie zu unserem Treffpunkt gehen sollen. Sie wissen dann schon, was ich meine. Und jetzt soll ich mir auch noch mich noch erinnern, wo die Brüder waren, ne? Okay, ich schicke deine Brüder zu eurem Treffpunkt. Alles klar. Ich wette, du wirst die beiden in irgendeiner Kneipe in der Gosse oder am Hafenkai finden. Na, der eine war in der Kneipe, glaube ich sogar. Puh. Wie überzeuge ich Hernandez davon, dich freizulassen? Tja, du weißt ja, warum sie mich hier festhalten. Sie wollen die 3 Goldschalen. Und was soll ich jetzt machen? 3 Brüder, 3 Goldschalen. Der Rest ist deine Sache. Hauptsache, du ziehst die 3 Schalen aus dem Verkehr. Soll ich die Schalen jetzt irgendwie in den Rachen schmeißen? Wie zieht man 3 große Goldschalen aus dem Verkehr? Erstmal musst du die Dinger haben. Und dann verkaufst du sie an jemanden, der die heiße Ware aus der Stadt herausschaffen kann. Was ist, wenn die Weißen sie kriegen? Wie auch immer. Es bleibt dir überlassen, was du damit machst. Hauptsache, die Schalen sind weg. Sie sind in meiner Tasche, ist ja quasi weg. Wer von euch ist eigentlich der Älteste? Bist du völlig verblödet? Wir sind Drillinge, Mann. Wir sind alle gleich alt. Ach ja, ich Trottel. Naja, technisch gesehen ist schon einer von euch der Älteste. Glaube nicht, dass ihr alle synchron aus eurer Mutter herausgesprungen seid. Egal. Wer ist denn Hernandez? Ist das der da um die Ecke? Wie ist der Hernandez? Ich weiß es nicht mehr. Ihr Gedächtnis wie ein Sieb. Könnt ja mal so um die Ecke linsen. Bist du Hernandez? Du hast einen Stängel in der Fresse. Raus! Okay. Aber ich wollte doch mal wissen, wer das hier ist. Letzte Warnung! Raus! Ah, ich lade einfach. Magische Barrieren kannst du nur mit einem passenden Zauberspruch zerstören. Mit einem wunderschönen Bild von einem Ghoul. Okay, also es war auf jeden Fall nicht Hernandez. Oder wie auch immer er hieß. Ne? Oha. Das war schmal. Ich bezweifle, dass ich jetzt hier runtergehen kann, ne? Dann kommt bestimmt einer.
und meckert. Ja, das, ich komme mal von der anderen Seite rum. Und später wieder mit Lernpunkten. Ist die Frage, links oder rechts rum? Ich schalte mich mal ganz spontan für diese Seite. Hi. Was ist? Nix. War gerade nicht in irgendeinem Haus, wo ich gar nicht rein durfte. Wo ich auch nur zufällig reingekommen bin, weil ich mal wieder irgendwie keine Ahnung hatte. Das ist es, nämlich das Haus des Don. Das heißt, ich muss jetzt aufleveln. Die Schatzkiste nennt man das. Knacken. Und noch viel, viel mehr.